Charles-Xavier Thomas de Colmar ist heute vor allem für seine erfolgreich in Serie gefertigte Vier-Spezies-Rechenmaschine bekannt, das Arithmometre. Doch neben seinen erfolgreichen Vier-Spezies-Maschinen hatte er auch Ideen zu einfacheren Maschinen für Additions- und Subtraktionsaufgaben. Zwei Maschinen, die um das Jahr 1850 herum entstanden, sind Zeugnisse hierfür. Einige Konstruktionsmerkmale lassen darauf schließen, dass die vierstellige Maschine als Nachfolgemodell der sechsstelligen entstanden ist. Im Folgenden wollen wir das mutmaßlich jüngere der beiden Modelle etwas genauer betrachten. Dieses zeigt ähnliche Funktionsprinzipien wie die Vorgängermaschine. Die einzelnen Baugruppen sind jedoch deutlich anders gestaltet. Die Eingabe an dieser Maschine erfolgt stellenweise. Sie wird zu den aktuellen Werten im Ergebniswerk addiert. Eine schlichte, aber ästhetisch ansprechende Sterngravur auf der Deckplatte markiert dabei pro Stelle die möglichen Einstellpositionen. Ein Anzeigefenster gibt zusätzlich die Sicht auf eine Ziffernscheibe frei. Dadurch kann der aktuelle Einstellwert abgelesen werden. Dieser kann durch Drehung eines Eingabehebels verändert werden. Die Konstruktion des Eingabewerks ist wendeläufig. Das heißt, man kann einfach zwischen subtraktivem und additivem Rechnen wechseln, indem man die Drehrichtung ändert. Man kann eine Zahl addieren, indem man betreffende Stellen gegen den Uhrzeigersinn dreht. Und man kann eine Zahl subtrahieren, indem man die betreffenden Stellen im Uhrzeigersinn dreht. Will man beispielsweise 100 addieren, genügt es die 100er Stelle, um eine Einstellposition gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Die Maschine liegt bündig in einem Holzkästchen. Das Rechenwerk der Maschine liegt zwischen zwei Messingplatten. Schon beim ersten Blick auf dieses wird deutlich, dass sich jede Stelle leicht von den anderen unterscheidet. Aber jede Rechenstelle verfügt grundlegend über mindestens zwei Elemente. Das Ziffernrad am oberen Ende der Welle dient der Anzeige des aktuellen Ziffernwertes. Das Sternzahnrad am unteren Ende dient als Rastrad der Diskretisierung des angezeigten Wertes. Es sorgt also in Kombination mit einer Rastfeder dafür, dass nach einer Rechnung immer eine eindeutige Ziffer im Anzeigefenster zu sehen ist. Abhängig von der Position einer Eingabewelle verfügt diese gegebenenfalls über weitere Elemente zur Annahme oder Weitergabe eines Zehnerübertrags. Der Zehnerübertrag auf die nächsthöhere Stelle wird jeweils über einen Einzahn an einer Zwischenwelle ausgelöst. Diese Zwischenwelle sorgt dafür, dass von Stelle zu Stelle eine einheitliche Drehrichtung beibehalten wird. Sie steht über eine Verzahnung in ständigem Kontakt zur nächstniedrigeren Welle des Eingabewerks und übernimmt deren Drehung. Der Einzahn greift im Falle eines Zehnerübertrags in eine mit Eingriffsschlitzen am Rand versehene Scheibe der nächsthöheren Rechenstelle und dreht diese um eine Position weiter. Eigentlich sitzt die Übernahmescheibe drehbar gelagert auf einer Hülse, aber sie überträgt ihre Bewegung bei einem Zehnerübertrag auf die zugehörige Welle, da ein fester Kupplungsmechanismus auf der Welle in die Schlitze der Übernahmescheibe greift und so deren Bewegung übernimmt. Der Zehnerübertrag wird also korrekt ausgeführt. Die Übernahmescheibe hat zusätzlich eine Sperrfunktion, denn ihre Kontur gleich der einer Malteserscheibe,
und erlaubt eine Drehung nur im Falle eines Szeneübertrags. Um jede einzelne Stelle für eine direkte Eingabe dennoch frei bewegen zu können, muss die entsprechende Welle zunächst gegen leichten Federdruck nach unten gedrückt werden. Dadurch wird die Eingabewelle von der Sperrscheibe entkoppelt. Zum Abschluss wollen wir noch einmal kurz einige Elemente der beiden Additionsmaschinen von Thomas im direkten Vergleich betrachten. Dabei fällt insbesondere auf, dass es in der mutmaßlich älteren Maschine noch kein gesondertes Sperr- und Übernahmeelement für den Szeneübertrag gab. Stattdessen wurde hierfür das Rastrad verwendet. Außerdem wurde bei den Maschinen die Zuordnung der Drehrichtung zum Rechenmodus invertiert. Auch wenn die Mechanik bei Gegenüberstellung zur Vorgängermaschine sehr verändert wirkt, wurde das Grundprinzip dennoch beibehalten. Der Szeneübertrag wird wie schon in den ersten mechanischen Rechenmaschinen mittels eines Einzahns auf die nächsthöhere Stelle übertragen. Aufgrund dessen kann es bei kaskadierenden sekundären Szeneüberträgen zum Blockieren der Mechanik kommen, da alle Überträge simultan bearbeitet werden müssen. Diese Feststellung könnte Thomas auch dazu bewogen haben, in seiner zweiten Additionsmaschine lediglich 4 statt der bisherigen 6 Stellen zu verbauen. Ob die Ideen zu den Additionsmaschinen von Thomas ebenfalls auf den Uhrmacher Piolaine zurückgehen, ist ungeklärt.